Auch Schweinehüten will gelernt sein. Kapitel 9. McCain, durch deine Nummer auf dem Schrottplatz ist es Chan gelungen, abzuhauen. Und das macht es nicht gerade einfach, ihn zu verhaften. Aber ich musste doch... Ach, sei still! Du wirst zu Sheriff Huckleberry in den Wald versetzt, bis sich die ganze Sache hier geklärt hat. Braucht er dort Hilfe bei einem Fall? Ha, unwahrscheinlich. Sein Bezirk hat die niedrigste Kriminalitätsrate von Lego City. Und daher will ich dich dort haben. Da kannst du nichts anstellen. Und was ist mit der Fury-Untersuchung? Ich habe meinen besten Mann auf den Fall angesetzt. Er ist der Sohn, den ich nie hatte. Und der auch kein bisschen so aussieht wie ich. Wenn überhaupt jemand den Fall lösen kann, dann er. Aha. Ein Sohn, den er nie hatte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego City Undercover. Aber erstmal möchte ich mich bei euch bedanken dafür, dass ihr so fleißig meine Videos geguckt habt. Und ein ganz besonderes Dankeschön geht an diejenigen, die mich auch noch abonniert haben. Dafür wollte ich mich erstmal bedanken. Das hilft mir sehr viel und dann macht mir das Video schneiden und die ganze Mühe viel mehr Spaß. Und ich hoffe, dieses Video wird euch dann auch gefallen. Und ja, wir fahren jetzt erstmal zu dem Dorfscheriff. Und da sind wir auch schon beim Dorfscheriff. Chase! Hey! Hi Frank. Was hast du denn angestellt, um hier zu enden? Bist du sicher, dass du ein ausgebildeter Klempner bist, Honey? Natürlich! Honey! Gar nichts? Ganz recht, ja? Deputy. Jetzt hab ich dich! Huckleberry steckt in der Klemme. Frank, ich komme von vorn und du kommst von der Seite. Sprich deine Gebete? Oh, Entschuldigung. Hallo, Chase. Wir sind gerade bei den Proben für unser Stück. Okay. Irgendwie muss man die Zeit ja rumkriegen. Hier passiert nie irgendwas Spannendes. Ich, die Vordertür war zu. Ganz ruhig, Derek. Keine Sorge, Jungs. Der Chief hat mich vorgewarnt und ich habe auch schon einen Dienstplan. Frank, deine Aufgabe ist es, die Kaffeemaschine ständig am Laufen zu halten. Sie können mir vertrauen, Sheriff Huckleberry. Und Chase. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Derek, benimm dich. Also, dann treibt ihr beide Farmer Hayes entlaufene Schweine zusammen. Die Farm ist südlich von hier. Ich würde ja selbst gehen. Aber heute ist Premiere und ich kann meinen Text noch nicht. Geht klar. Komm, Chase! Ich will die Tieris sehen! Das ist kein Streichelzoo, Frank. Okay. Je schneller wir die Tiere finden, desto schneller kann ich mich wieder Rex Fury widmen. Hey! Schau mal! Pferde! Können wir die benutzen? Denke schon. Kannst du denn reiten? Kommt drauf an. Fährt man die mit Automatik oder Gangschaltung? Vielleicht gehst du besser zu Fuß. Bis später! Okay.
Na gut, dann nehmen wir uns mal ein Pferd und von, ich meine, laufen. Chase, meins hängt im Rückwärtsgang fest. Und es hat keinen Kopf. Und einen ganz komischen Hintern. Du sitzt falsch rum, Frank. Oh. Erklärt aber auch, warum es den Apfel nicht fressen wollte. Danke, Chase. Wir sehen uns auf der Farm. Er wollte einen Apfel hin... Okay. Da sind wir jetzt auch schon beim Bauernhof. Bei den entlaufenden Wildschweinen, was? Oh, hier rein. Tag, Sir. Ah, endlich! Du musst deine Schweine finden. Und deshalb bin ich Polizist geworden. Ja. Es sind Bergschweine! Unglaublich seltene Sorte! Ich werde doch bekloppt vor Sorge! Werde? Fürchtet euch nicht! Das ist Chase McCain! Wenn jemand qualifiziert ist, Schweine zu finden, dann er! Danke, Honey. Sollte nicht allzu schwer werden. Ist ja nicht so, dass sie fliegen könnten. Naja, es sind Bergschweine. Die sind überall und nirgends! Ah! Ich bleib besser hier, falls sie zurückkommen. Na gut. Ich sollte nach Rex Fury suchen. Du musst wie ein Farmer aussehen, oder sie hauen ab. Ich hab ne Latzhose und einen Hut, die ich nicht mehr brauche. Super, danke. Hab die Sachen zuletzt beim Ausmisten getragen. Oh. Tja, die stanken so sehr, dass ich sie weggeschlossen habe. Und dann hab ich den Schlüssel sicherheitshalber in einem Feld vergraben. Ist klar. Und jetzt sind sie verflucht. Nimm einen alten Trecker, um das Feld nach dem Schlüssel umzupflügen. Reparieren müsste man den aber mal. Spiderschwein, Spiderschwein. Alle lieben den Spiderschwein. Was? Geölt müsste er werden. Wenn ich nur wüsste, wo ich die Kanne gelassen habe, müsste meine Fußabdrücke zurückverfolgen, um rauszufinden, wo das Öl ist. Kein Problem, das schaffen wir noch. Gerade so. Jetzt ein bisschen LS spielen. Hey Chase, ich hab gehört, dass du zu Onkel Duke versetzt wurdest. Wie geht's dir denn? Wie's mir geht? Anstatt Fury zu schnappen, suche ich nach einem Schlüssel, der mich zu stinkenden Latzhosen führt. Und das mache ich, damit ich ein paar entlaufende Schweine zusammentreiben kann. Wieso suchst du nicht einfach mit dem Audioscanner nach den Schweinen? Oh, dann ist ja alles okay. Ich melde mich wieder.
Alles klar, danke, Ellie. Ja, ne? Wollen wir mal einen Träger da hin? Kann ich? Ja, kann ich. Ah, da kann ich dann was machen. Wo ist mein Auto? Riechen gar nicht so schlimm. Oh, nee, doch. Jetzt riech ich's. Ich sollte die Schweine möglichst schnell finden. Ja. Und Sie haben tatsächlich mal ein UFO gesehen? Oh ja! Ich sah dieses komische, unheimliche Licht und wurde dann in dieses Raumdings gezogen. Da haben Sie komische Sachen mit mir gemacht. Ja. Oh, was für Sachen denn? Haben tief gebohrt. Na, du weißt schon, mich nach meiner Kindheit gefragt und so. Oh. Und dann haben sie diese Maschine. La la la, kann sie nicht hören. La 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 la, immer noch nicht. La la la. Interessant. Ich höre nicht zu, ich höre nicht zu. La 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 la. Sind sie fertig? Hä? Wie eigenartig. Ah. Darf ich jetzt mal eine ihrer Maschinen fahren? Mal schauen. Aber nicht. Hätte ich das gewusst, dass ich das so machen muss. Sie haben einen neuen Mähdrescher? Oh, einen niegelnagelneuen Mähdrescher. Kann ich den Schlüssel haben? Nein, habe ich doch gerade gesagt. Sie müssen also jeden Morgen um 5 Uhr raus? Ja. Selbst am Wochenende? Ja. Jeden lieben Tag. Wow. Gut, dann wollen wir mal. Samstag? Da auch rüber. Welcher Tag ist heute? Heute ist tatsächlich Freitag, der 3. Februar. Na, dann wollen wir mal da hoch, wa? Aua. Aber eine lange Sonnenblume. Na. Oh, kein Polizist da. Ein Schwein. Mann. Muss ich da wieder hoch? Ach so, ist ja auch der Falsche. Oh. Na gut, wir sehen uns dann, wenn ich wieder da bin. Gut, hoffentlich schaffen wir das. Müssten wir aber. Na komm schon.
Na, siehst du, haben wir doch. Warte mal, erstmal das hier. So, jetzt kommen wir von. Ich meine, gehen. Oder rennen. Oder reiten. Besser gesagt. Achtung, ein Schwein läuft. Sind nicht so einfach zu finden, wie? Betsy liebt es, Unfug zu treiben. Ruhig vielleicht. Ah, da müssen wir jetzt hin. Dann laufen wir da mal hin. So, wollen wir mal hören, ob wir ein Schweinchen hören. Oh, da liegt eins im Dreck. Und schläft. Bitte schön, ein bisschen Wasser für dich, Schweinchen. Und ab im Stall mit dir. Nur noch eins. Filbert stellt gerne mal was an, nicht? Verrücktes Schwein. Oh, und wenn du nach diesem Frank suchst, er ist rauf auf die Burg. Sagte, er hätte da ein entferntes Grunzen gehört. Ich dachte schon, einen entfernten Verwandten gefunden. Warte mal, wo ist eigentlich mein Pferdchen? Da hinten. Dann nehmen wir dich mal. Oh. Oh. Gut. Naja. Ach, da komme ich gar nicht rüber. Oder wie ist das? Nee. Dann laufe ich doch einfach hier rüber. Muss doch da nicht. Hallo! Ich habe von irgendwo da oben ein Grunzen gehört. Also entweder ist eins der Schweine auf die Burg geklettert oder der Bewohner hat eine selten komische Lache. Ja, gibt es ja. Hopp, hopp. Dann sei vorsichtig, wenn du da hochkletterst und lande auf was Weichem, wenn du fällst. Okay, Frank, ich ziehe dann auf deinen Kopf.
Schon komisch, wie weich der ist. Mein Arzt sagt, ich soll immer einen Helm tragen. Ja, kein Wunder. Noch ein... Hallo? Ich wollte noch einen höher. Hallo? Geht doch. Du hattest recht, Frank. Hier oben schläft ein Schwein. Ja. Wie kriege ich dich jetzt wieder runter? Mit einer Banane und einem Apfel? Okay. Da haben wir schon mal Äpfel. So, eins haben wir jetzt schon mal. Nein, Mann. Gut, das haben wir schon mal. Und jetzt? Wohin darf ich jetzt fliegen? Nee, das mache ich nicht. Nee. Nee. Diese Banane muss doch hier irgendwo sein, oder nicht? Oder ist sie wirklich... Na gut. Gehen wir nochmal hoch. Ah. Und wie darf ich jetzt wieder zurück? Ah, ich darf mich teleportieren. Das ist aber ein Luxus hier. Ja, hätte ich das mal geahnt. Miau. Bitte. Ja, dann geh mal in die Kanone rein. Bin ich stark. Bringt sogar ein Schweinchen hoch. Und jetzt genau in den Stall. Aber ganz genau.
Ja, das siehst du. Danke! Wie hast du das geschafft? Hab es aus einer Kanone gefeuert. Ha! Und als nächstes können Schweine fliegen. Moment mal! Ja. Hey, JC! Interesse an einem Job? Klar doch. Solange ich dabei keine Tiere reiten muss. Da muss ich dich enttäuschen. Es ist Teil der Sache. Echt? Um was geht's denn? Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex aus dem Museum geklaut wird. Ein Tyrannosaurus. Rex. Wer, will das bitte? Ein Privatkäufer. Vertrau mir. Du willst nicht wissen, wer es ist. Er wird langsam zu einer... Nun, wie auch immer. Sag einfach Bescheid, wenn du aus dem Museum raus bist. Alles klar, Vinny. Aber ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Oh Mann. Ellie, ich glaube, ich habe eine Spur im Fury-Fall. Im Bluebell-Nationalpark? Nein. Vinny hat mich wegen eines Jobs im Museum angerufen. Soll einen Roboter-T-Rex klauen. Okay. Wenn mein Onkel fragt, wo du bist, regle ich die Sache schon. Danke. Und sag dem Chief besser noch nichts, okay? Sicher. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommt ihr zu meinem Kanal. Rechts sind weitere Videos verlinkt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.